zum ersten Mal in Göttingen. Das finden wir richtig aufregend. Ich bin ganz aufgeregt. Göttingen, wir haben schon viel über das JUZI gehört. Reiche Geschichte hier, man sieht die ganzen geilen Plakate an den Wänden, ey. Alter Schwede, ist der Simon hier. Okay, was ist los, Kalle? Hast du wieder alles kaputt gehauen? Ja, ich habe die Fußmaschine zersägt. Das kann passieren. Ich mache noch ein bisschen Krach. Alter, die Fußmaschine ist auch schon 11 Jahre alt, aber das kann ja auch passieren. Moin. Gleich beim ersten Song eine Fußmaschine zerhackt, ey. Schon ein paar Stunden hier, bevor wir dann auch dieses Etablissement entern konnten. Und wir sind ein bisschen rumgegangen in Göttingen und haben uns ein bisschen umgeguckt. Und wir haben mal so da vorne im Park, ich weiß nicht mehr, die Himmelsrichtung, so ein Park mit Denkmälern. Und da denken wir, scheiße, da steht so ein Denkmal und da stehen auch die Namen. Wie ist er? Weber und Gauss. Und Gauss. Wenn das Mensch, der ist und denkt mal, da soll man sich eigentlich erinnern. Aber wir wissen gar nicht, wer der ist. Wir haben ein paar Leute hier in Göttingen gefragt, aber alle haben nochmal den Achseln gezuckt. Weber und Gauss. Aber hier sind ja viele Göttinger, die Punks sind gebildet. Wer ist Weber? Schriftsteller, sagt er. Und wer ist Gauss? Ist das auch der Gaussplatz, den Namen gegeben hat? Der Gauss ist ein Mathematiker, der war früher 10 Markschein drauf in ihm. Aber was macht der Schriftsteller mit dem Mathematiker auf einem Denkmal? Die stehen da beide so und denken, was? Poppen. Poppen! Naja, stimmt, der eine, der. Was ist das? Das ist noch ein Denkmal gewesen. Da hieß einer Föhler. Föhler, der hält so den Mantel zu, vom Altersheim. Aber wusste keiner, wer ist Föhler? Ich glaube, der hat den. Das wäre schön. Ja, ja. Das Perpetuum Mori, Mori, das ewig drehende Ding da, ne? Aber vielleicht hat er ja das Wort erfunden oder so. Wöhler. Ja, aber wenn ich merke schon, ihr habt Ideen über diese geilen Denkmäler hier. Die normalen Mutanten, die wussten nichts davon. Mein auch, ne? Das war immer so eine Idee, ne? Das dreht sich ewig und bringt immer Energie und so, ne? Die Illuminaten, ne? Die Schweine. Ja, vielen Dank an Simon von Rossheit. Super. Für die schnelle Hilfe mit der Fußmaschine. Dankeschön für eure Geduld. Einmal raus, als Simon hier.